Willkommen zurück zu YouTubers Live 2. Heute mal mit Brille. Ich hoffe, das stört euch nicht zu arg, denn ich war heute irgendwie nicht nach Kontaktlinse drauf. Also ich weiß nicht, hab heute irgendwie keinen Bock gehabt, sie einzusetzen. Gibt solche Tage. Genauso wie Tage wie, dass Walter Sports der höchstplatzierte YouTuber irgendwo in der Stadt verkleidet ist. Was mich jetzt interessieren würde, ist Walter Sports wirklich ein echter YouTuber? Weil ich meine, Paluten und German Let's Play haben ja auch existiert in Wirklichkeit. Gibt es Walter Sports wirklich? Und ich würde es mega abfeiern, wenn dem sein Content auf dem Kanal Fast Food fressen wäre oder irgendwie so. Walter Sports. Walter sollte mal mehr Sports machen und dadurch ist er berühmt geworden. Versuche ihn zu finden und ein Video aufzunehmen oder ein Foto davon hochzuladen. Mach das Beste aus diesen Trends, wenn alle darüber reden. Du hast mich gerade eben schon angerufen. Du hättest nicht auflegen müssen, Xavier, ne? Hättest einfach dranbleiben können. Hey, Toffi, ich habe gehört, dass heute im Spieler 1 ein Entwicklertag stattfindet. Ich habe gehört, dass du zu doof bist, um ein Telefonat vernünftig zu führen. Ein bekannter Entwickler aus der Branche wird dort sein neues Videospiel vorstellen und Leute können das ausprobieren, während sie live streamen. Verpasst das nicht, du musst wissen, wie man einen Livestream aufnimmt und das Spiel bekommen. Toll, jetzt habe ich 2 Quests und viel zu wenig Zeit. 19 Stunden. Das Spiel saugt mir meine letzten Reserven aus. Ist halt wirklich so, ich muss hier echt so mega hetzen. 2 berühmte Persönlichkeiten muss ich in den Arsch kriechen. Und dafür brauche ich Zeit. Das kann ich nicht so einfach ohne weiteres. So, ab ins Spieler 1. Deswegen werden wir jetzt sämtliche anderen Sachen erstmal hinten anstellen. Das heißt, Spieler 1, da gehe ich jetzt als erstes hin. Und dann muss ich noch Walter Sports irgendwo finden. Und wenn wir irgendwie noch die Zeit haben, irgendeine Nebenquest zu erledigen, dann machen wir das später. Jetzt geht es erstmal um Prominente. Es gibt ja gewisse Leute, die da tatsächlich auf Prominentenjagd gehen, ne? Die wollen dann jegliche Autogramme von den Leuten und so und sagen, ich hab Foto-Handy, komm mal in, mach mal Selfie oder so. Aber ganz ernsthaft, was haben die davon? Wenn ich jetzt so ein, ich hab ein Autogramm jetzt von, ich muss unten hin, ne? Ich hab jetzt ein Autogramm von Walter Sports. So, und jetzt? So berühmt wird der auch nicht sein, dass ich jetzt davon hin irgendwie, keine Ahnung, dass ich jetzt davon das irgendwie hochpreisig im Internet versteigern kann, ne? Ups, da ist Spiel 1. Also, ich weiß nicht, was man von einem Autogramm eigentlich hat. Ich finde es viel persönlicher, wenn man mit demjenigen reden kann. Also, wenn ich denjenigen wirklich treffen würde und dann einfach mal ganz kurz Danke sagen könnte für den tollen Content, der sie oder er mir gegeben hat oder irgendwie so. Oder, irgendwas anderes, was mir auf dem Herzen liegt. Irgendwas in der Art und Weise. Bist du der Besondere hier? Blair, wo ist die Berühmtheit? Wo ist... Ich will nicht mit dir quatschen. Ich will berühmte Leute sehen. Es waren heute nicht viele Leute im Laden. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, Bilder auf Insta-Live zu kommentieren. Aber jetzt ist mir langweilig. Weißt du, mein Freund Edgar sammelt besonders Gegenstände in seinem Keller. Vielleicht hat er irgendwas Lustiges. Edgar sammelt Gegenstände in seinem Keller. Ich gehe nicht in komische, zwielichtige Keller von Edgar. Ein neues Spiel für Blair. Das auch noch? Sag mal, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Hier, Stuart Lee. Hallo, ich bin Stuart Lee, der Designer von Spider-Bro. Alter! Der Spider-Bro Hersteller. Das finde ich ja gut. Aber ach stimmt, Stuart, jetzt erkenne ich, jetzt verstehe ich den Wink erst. Stan Lee, Stuart Lee. Da habe ich jetzt ein bisschen länger gebraucht. Ich präsentiere es 2 Tage vor dem Verkaufsstart. Wenn du es ausprobieren willst, musst du es live streamen. Weißt du, wie man live streamt? Natürlich weiß ich das. Ich habe das aber eigentlich schon mal gemacht, ne? Naja, ich glaube nicht, dass deine Drohne die Streaming-Funktion hat. Also warum gehst du nicht rüber zur Konsole und probierst es aus und dann erkläre ich dir, wie du diese Funktion an deiner Drohne installieren kannst. Ja, genau. Sehr schön. Also ich habe ihn angelogen und er tut mir trotzdem einen Gefallen. Das ist sehr nett von ihm. So, dann wollen wir mal streamen.
Habe ich gestern Abend erst wieder. Ich bin sehr stolz. Hat mir echt Spaß gemacht, der Stream. Bereit? Ach du Scheiße. Caitlin Utter, die sieht schon so richtig zickig aus. Die wird mich bestimmt gleich fertig machen. Doch, das habe ich doch schon mal gemacht. Ich hab gedrückt. Es hat nicht gezählt. Ich hab wirklich gedrückt. Oh Gott. Warte, ich schaff das. Ich schaff das. Ich muss mich konzentrieren. Guck, ich bin super. Ich habe keine Energie mehr. Oder, aber ich habe volle Punkte gehabt, oder? Ich hab volle Sterne gehabt. Ich habe es gesehen. Ich habe mich kurz konzentriert, aber ich denke, das werdet ihr mir verzeihen. 4430 Zuschauer, davon träume ich nachts. Ja, das speichere ich selbstverständlich. War das gut, Mr. Stuart Lee? Wenn du diese Funktion auf deiner Drohne installiert und von zu Hause aus streamen möchtest, musst du in den Laden AirTech Innovationszentrum von Dr. Ermingaud gehen. Ah, wenn du willst, kannst du mit nur mein Spiel Spider-Boat für die Hälfte des Preises bekommen, für den es in 2 Tagen in den Verkauf gehen wird. Willst du es jetzt exklusiv haben? Ja, natürlich! Hier, bitte, sehr viel Spaß damit. Ja, geil! Ich bin schon ein richtiger Influencer. Ich krieg die Spiele viel früher als die anderen. Und ich muss weniger zahlen. Okay, in Zukunft würde ich aber gar nichts mehr zahlen wollen, Mr. Stuart Lee. Ich mache Werbung für dein Spiel mit einer tollen Maske. Ich will das umsonst haben. Ich bin schon richtig abgehoben. Ich bin so ein richtiger YouTuber geworden. So, wir haben viel zu tun. Ihr habt gesehen, es ploppt eine Nachricht nach der anderen auf. Nebenquest hier, Nebenquest da. Jetzt muss ich meine Drohne auch noch aufbessern. Das habt ihr übrigens auch in den Kommentaren erwähnt, wie ich das machen kann. Danke dafür auf jeden Fall. Ich wäre da jetzt noch eher noch drauf zu sprechen gekommen. Okay, die will nicht mit mir reden. Ich dachte. Aber wir gucken uns jetzt ganz kurz erstmal kurze Verschnaufpause bei InstaLive, damit wir einfach nur ein kleines bisschen uns die heutigen Sachen angucken können, ne? Hier, zum Beispiel Zane. Der sagt, alle glauben, dass sich ein berühmter YouTuber verkleidet hat. Ja, ich bin verkleidet als Klumpi. Bin ich berühmt? Berühmter YouTuber? Ich habe die Freikarte für die Playcon bekommen. Ich werde nicht sagen, wie. Nur, dass es 3 Leute in verschiedenen Bereichen der Stadt mit dem Playcon-T-Shirt gibt, die etwas wissen könnten. Oh nein, die Aufgabe schon wieder. Die habe ich letztes Mal schon verkackt. Soll ich sie nochmal probieren? Ich war bei Spieler 1 und durfte, während ich gestreamt habe, ein Spiel ausprobieren, das noch nicht veröffentlicht wurde. Das habe ich ja gerade gestreamt. Ich glaube, dass es sich einfach... Hier hat sich ein berühmter YouTuber verkleidet. Gut, dann würde ich fast sagen, dann versuchen wir die Quest, die ich verkackt habe, einfach nochmal. Dann kriege ich nämlich Playcon-Freikarten. Die kosten nämlich 500. Die kosten 500. Aber das geht schon wieder nicht. Guck mal, es ist schon wieder 15 Uhr. Wie soll ich das denn jetzt so schnell schaffen? Oh, das ist so... Die Zeit ist so fies. Das Problem ist, ich kann diese Quest nur machen, wenn es Tag ist. Weil ich da sonst die Fotos nicht machen kann. Außer ich rüste meine... Wobei, ich kann meine Drohne aufrüsten. Wartet mal. Dann machen wir das zuerst. Okay, so langsam komme ich dahinter. So, wir müssen die Drohne aufrüsten. Guck, ich gehe jetzt hier. Rüste deine Drohne mit Streaming-Funktion aus. Finde den Laden AirTech Innovationszentrum. Sprich mit dem Besitzer. Okay, AirTech Innovationszentrum. Das müssen wir finden. Da, hier, AirTag. Ich bin in der Nähe. Das ist perfekt. Okay, dann gehen wir jetzt dahin. Ich hoffe, ich habe genügend Geld. Ich habe 1000 Euro gerade am Automaten geholt. Und möchte jetzt meine Drohne aufrüsten. Weil dann können wir nämlich die Nachtfunktion einrichten. Die ist mir jetzt viel wichtiger als die Livestream-Funktion. Weil dann kann ich auch abends mal ein paar Insta-Live-Fotos machen. Weil nachts sind die Leute hemmungsloser, weißt du? Und Alter! Dr. Ermingaud.
Der hat Kabel in seinem Kopf. Wenn ich nicht aufpasse, komme ich mit 4 Arschbacken hier wieder raus. Als Experiment oder so. So sieht der aus. Was führt dich hierher? Ich brauche eine Pieper. Ein Pieper zum Streamen. Ich verstehe. Du willst deine Drohne mit der Streaming-Funktion aufrüsten. Viele YouTuber wollen es haben. Du musst in die Werkstatt im hinteren Bereich gehen und die Streaming-Funktion kaufen. Da will ich ja... Ich will die Streaming-Funktion gar nicht. Grace, ich möchte eigentlich die Nachtfunktion. Willkommen bei AirTag Innovationszentrum. Ich bin Grace, der Airbot-Assistent. Ja, du bist doch eine Sie. Da müsstest du ein Sie-Bot sein. Ingenieur und Psychotherapeut für das Team von Dr. Ermingaud. In diesem erstaunlichen Zentrum kannst du alle cleveren Gadgets kaufen, die von Dr. Ermingaud entwickelt wurden, und deine Drohne im E-Drohnen-Workshop aktualisieren oder ansehen. Denk daran, dass du bei Fragen oder Problemen immer mit mir reden kannst. Ich bin gut darin, anderen zuzuhören. Ja, ich will die Nacht... Alter. Da sind verschiedene Drohnen, die einfach sauteuer sind. Lösch die Erinnerung von unhöflichen Charakteren. Okay, das brauche ich für manche unhöflichen Zuschauer. Was ist das hier? Spielen? Nee, ich will nicht spielen. Funktion kaufen. Ich will die Nachtfunktion. Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss erst mir ich muss, oder? Warte mal, hier. Doch, hier, warte mal. Das kostet alles voll viel Geld. Speicher abgetan, Kappenfunktion. Livestreaming-Funktion, Frostschutz, Nachtsichtfunktion. 2000, das kann ich mir nicht leisten. Und 20.000 zum Livestream? Alter, sag mir doch nicht, dass ich das schon holen kann, Spiel. Das ist so richtig fies. Das ist, als wenn dir jemand vor die Nase reibt. Es ist wie Sony es zuletzt gemacht hat. Hey, die neue PlayStation 5 ist rausgekommen. Aber die kriegst du nicht. Genau so fühle ich mich. Ein Dreivierteljahr hat es gedauert nach Erscheinen der PlayStation 5, bis ich sie endlich gekriegt habe. Das ist mega fies. Und jetzt bin ich ganz umsonst hier reingegangen. Ich kann das gar nicht mehr machen. Jetzt ist die Quest, die Rennquest hier mit den Fuzzis da auch vorbei, weil es jetzt wieder dunkel ist. Boah, ist das scheiße. Ich reg mich gerade mega auf. Hashtag wütend. Hashtag Bonzenscheiße hier. So. Ich brauche Geld. Das heißt, wir müssen tatsächlich wieder... Susi braucht einen YouTuber wie dich. Watch Cats. Okay. Das heißt, ich muss heute ein WatchCats-Video aufnehmen. Nee, ich muss es hochladen. Vielleicht einfach nur WatchCats in die Hand nehmen und ein Foto davon machen. Was sind denn andere Trends? Dann müssen wir kurz gucken, wie viel... Wobei, jetzt wird's dunkel. Wie gesagt, das Problem ist, die Tage sind halt einfach zu kurz. Berühmter YouTuber? Vielleicht kann ich den irgendwo noch finden. Entwicklertag... Gratis, Unboxing, Clara, Grafiker, Laufen, Spider-Bro, Grand Cars Race. Ich könnte ins Fitnessstudio gehen und da WatchCats hochhalten. Aber, wobei. Ich kann das Spiel ja nicht einfach so hochhalten. Ne? Mich würde interessieren, wo dieser berühmte YouTuber ist. Video aufnehmen. Nein, ich will den berühmten YouTuber suchen. Der steckt bestimmt im Rathaus und kriegt den Bürgermeister... In den Allerwertesten. Ja, das ist... Ich... Achso, das ist wieder der hier, ne? Hm. Und das geht wieder nicht. Ach, das ist so kacke. Eigentlich müsste ich das Spiel wirklich mal privat einfach ein paar Tage lang spielen, ohne dass da was dabei rauskommt. Weil ihr seht's ja, es bringt ja nichts. Jeder Tag ist quasi der gleiche. Weil mir sämtliche Mittel fehlen. Mir fehlen Gelder. Mir fehlen Verbindungen zwischen den einzelnen Figuren und so. Also irgendwie finde ich, dass das Spiel ist sehr, sehr zäh, was den Anfang angeht. Weil ich halt einfach viele Sachen nicht machen kann. Ich müsste so viele Tage ins Land gehen lassen, einfach nur um Geld zu farmen. Ich müsste eigentlich Tage in meinem Loft verbringen. Oder in meinem Hütchen, sagen wir es mal so. In meinem Hütchen am Strand. Und einfach nur... Videos aufnehmen. Und Geld verdienen. So, jetzt gehe ich noch mal ganz kurz Essen kaufen.
Weil dann kann ich nämlich das Watchcats-Video noch aufnehmen. Lafayette, der ist der Friseur. Was hältst du von meinen Haaren? Ich bin Lafayette, Stylist für die berühmtesten Promis der Stadt. Ja, aber mich hast noch nicht frisiert und ich bin der berühmteste hier, ja? Ich will einen neuen Look. Natürlich diskriminieren wir in Lafayette Style keine YouTuber, die gerade erst angefangen haben. Okay, das heißt, ich darf zu dir kommen? Oder hast du mich indirekt beleidigt? Soll ich mir was zu essen kaufen? Warte mal, wo war das? Hier unten an der Strandbar, ne? Da. Alter, oh, da ist er! Da ist er! Der hat die Spider-Man-Maske! Video aufnehmen! Nein! Er hat keine Nachsichtfunktion! Das ist doch scheiße! Das ist doch kacke! Was macht ihr da eigentlich? Huldigt ihr ihm? Und der andere rennt da einfach nackig durch. Was ist hier los? Ich könnte heulen. Ich will so vieles machen, aber es geht nicht. Jetzt war ich den ganzen Tag damit beschäftigt, eine Aufgabe zu machen. Und dann wurde es dunkel. Das ist so echt nervig. So, kaufen wir uns einen Surfsalat. So, aber hier Regenbogenshake zweimal. So, mal gucken, ob ich dann genug Energie habe. Achso, ich muss die Sachen noch auspacken, stimmt. Die ich gekriegt habe. Also, störst du mich mal. Alter, rück mir nicht so auf die Pelle, wenn ich esse. Kannst dir selber was zu essen holen. Beziehungsweise ich trinke. Hier, guck mal, da. Willst du einen Shake? Hier, riech mal. Kriegst ihn aber nicht. Ich trinke ihn jetzt. Essen vor allen Dingen, ne? Guck mal, knutschen die sich? Ich glaube, der steht auf Klumpis. So, jetzt habe ich wieder volle Energie. Dann kann ich wenigstens noch ein Video hochladen, wenn das hier schon nicht klappt. Da wären wir wieder beim Thema. Der hat sich auch gedacht, er kam gerade dazu und hat sie gesehen, wie sie ohne Volleyball Trockenübungen macht und denkt sich so, Alter, ich gehe wieder. Das war dem auch nicht geheuer. Oh Gott, ist das frustrierend. Ich ziehe jetzt eine neue Maske auf. Neue Maske, neues Glück, oder? Soll man die GEP-Maske aufziehen? Oh Gott. So. Zu Hause platzieren. Oh, das Schweinchen. Guck mal, das kann ich überall platzieren. Das kommt in die Ecke, okay? Und das andere, das die Schildkröte. Ah nee, warte, ups. So, platzieren. Die kommt da oben hin. So, genau. Neben meine Trophäen, von denen ich keine Ahnung habe, was das für Trophäen sind. Trottel des Jahres. So, ich muss schnell ein Video aufnehmen mit Watchcats. Ich habe keinen Speicherplatz mehr. Jetzt habe ich auch noch keinen Speicherplatz mehr. Willst du mich eigentlich verarschen? Aber ich muss doch ich muss doch nur was aufnehmen. Und dann hochladen. Und dafür brauche ich Speicherplatz? Kein Speicherplatz? Erweitert den Speicher oder gib Speicherplatz in der... Ja, hier, warte mal. Oder gib Speicherplatz in der was? Drohnen-App oder auf dem PC frei. Ach, auf dem PC freigeben. Warte mal. Video bearbeiten. Ach, da waren noch welche übrig. Deswegen. Haben wir noch einen Hashtag Watchcats? Haben wir nicht mehr, ne? Scheiße. Ja, toll. Mann, ich komme durcheinander hier. Wir machen jetzt den Vlog. Dann wird alles besser. Nee, so klappt das nicht. So. Ja, doch, ich muss ja damit anfangen, ne? Damit? Ja, das ist scheiße, aber ich kann es nicht ändern.
es ist leider nicht wirklich gut. Oh Gott, das Spiel macht mich jetzt gerade mega fertig, ne? Ich habe das Gefühl, heute habe ich gar nichts geschafft. Hashtag Frust. Ist echt so. Ja, Frust finden die nicht gut, da ist klar, ne? Hm. Ja gut, aber ich muss das ja Video bearbeiten. Ich muss ja den Scheiß irgendwie loswerden, sonst kann ich keine neuen Videos machen. So. Was ist das hier, ein Schnitt? Weiß nicht, Dreierschnitt? Keine Ahnung. So. Nee. Mann! Warte, so? Und dann... Egal, wie ich es mache, ist es scheiße! Ach, das ist doch ekelig. Ich kann das... Hä? Nein, ich bin schon wieder... Oh, Alter, dieses Spiel macht mich wahnsinnig! Die Zeit ist viel zu knapp! Guck mal, jetzt bin ich schon wieder eingeschlafen! Oh, das Spiel macht mich fertig! Du kommst ja gar nicht hinterher! Alter! Hashtag neues Setup. Hashtag neues Spiel. Das macht mich wahnsinnig. Seien wir mal ganz ehrlich. Also wirklich, ich reg mich jetzt zwar wieder ein bisschen übertrieben auf, aber ganz ehrlich, ihr habt es ja jetzt gesehen. Ich habe mich wirklich nur auf die heutigen Aufgaben fokussiert. Ich wollte unbedingt den Entwickler im Laden treffen, damit ich dann halt eben dieses exklusive Spiel livestreamen kann und so weiter und so fort. Habe ich gemacht. Ich bin wirklich straight ahead zum Laden gegangen. Und was war, als ich fertig war, war schon 15.30 Uhr im Spiel. Das heißt, ich hatte gerade mal noch 2 Stunden, oder lass es von mir aus 3 Stunden sein, um tagsüber was anderes zu machen. Das heißt, ich musste den berühmten YouTuber finden, tagsüber, innerhalb von 3 Stunden, was im Spiel irgendwie eine Minute ist. Und ich musste dann eben noch diese Rennen-Challenge machen, damit ich den Playcon, das Playcon-Ticket bekomme. Und, genau, dann musste ich noch Susie, Hashtag WatchCats. Da sollte ich dann zu Hause eben noch ein Video aufnehmen. Ich muss auch noch was essen, weil das Livestream mir ja viel zu viel Energie abgezogen hat. Dann soll ich noch ein Upgrade machen. Wurde ich wieder verarscht, weil das Upgrade kann ich noch gar nicht machen, weil ich zu wenig Geld habe. Hab mir das Spiel halt auch nicht vermittelt. Es ist alles schief gelaufen, Leute. Es tut mir leid, ich muss jetzt erstmal eine Pause machen. Nächstes Mal geht's hoffentlich strukturierter weiter, wenn das Spiel mich lässt. Hey, mein Lieber, du hast endlich ein neues Video hochgeladen. Ich war schon ganz hibbelig. Ja, ich bin ganz enttäuscht von meiner Leistung jetzt. Falls ihr die Leistung trotzdem irgendwie interessant fandet und hofft, dass es besser weitergeht, dann gebt doch eine positive Bewertung, damit ich sehen kann, dass ihr optimistisch in die ganze Sache reingeht. Weil ich habe jetzt heute erstmal Schnauze voll. Das hat mich jetzt wirklich aufgeregt. So wenig Zeit für so viel zu tun, das nervt einfach nur. So, genau. Und dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal heute. Tschüss.